wird der Rentenerhöhungszuschlag bis 7,5% auch dann gezahlt oder weitergezahlt, wenn ich später, erst viel später, eine Altersrente statt der EM-Rente bekomme. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, eine wichtige Frage. Ich habe heute eine E-Mail bekommen am 19.07.2024 um 11.51 Uhr. Ich lese es mal ganz kurz vor. Sehr geehrter Herr Knöppel, ab dem 1. Juli habe ich für meine EM-Rente einen Rentenerhöhungszuschlag erhalten. Nächstes Jahr im September 2025 gehe ich in die reguläre Altersrente, also sie meint in die Regelaltersrente, habe ich einen Bestandsschutz für die Weiterführung dieses Rentenerhöhungszuschlags. Der Bescheid der Rentenversicherung ist für mich sehr verwirrend. Können Sie bitte mal darüber aufklären oder ein Video drehen? Na gerne, ich drehe natürlich gerne zu diesem Thema auch ein Video. Wir haben ja ganz, ganz viele Videos zum sogenannten Extra-Rentenzuschlag bis 7,5% gedreht. Da kommt heute sozusagen das nächste dazu. Ja, wie ist die Rechtslage? Relativ einfach. Natürlich haben Sie einen Bestandsschutz. Ganz klar, Sie werden da ja unmittelbar nach der EM-Rente hier bei Ihnen, unmittelbar danach die Regelaltersrente folgt, haben Sie selbstverständlich Anspruch auf den Zuschlag. Der Zuschlag wird dann praktisch bis zum 30.11.2025 ganz normal weitergezahlt und dann ab dem 1.12.2025 dann nach § 307i neu berechnet, und zwar auf Basis der Entgeltpunkte, die am 30.11.2025 bei Ihnen im Rentenkonto stehen. Entschuldigung bitte, nicht Entgeltpunkte, sondern persönliche Entgeltpunkte. Was heißt das? Das heißt, dass der Rentenzuschlag grundsätzlich, da er sich aufgrund der Summe der persönlichen Entgeltpunkte ableitet, immer abschlagsfrei ist. Und zweitens bei Ihnen ganz klar aus meiner Sicht, selbstverständlich erhalten Sie den Zuschlag auch in der Regelaltersrente dann weitergezahlt. Da gibt es ganz klare gesetzliche Vorschriften, die das sozusagen formulieren und auch den Anspruch für Sie festschreiben. Also meine Damen und Herren, Sie können sich selbstverständlich sehr freuen. Ich bedanke mich auch für die prima Mail, die ich von Ihnen erhalten habe. War eine interessante, wirklich eine interessante Fragestellung. Näheres zu diesem Thema, wie immer, auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche und bitte nicht vergessen, am Wochenende, dem 20.07. bis 21.07. wird ein schweißtreibendes Wochenende. Es wird warm. Bitte, vor allen Dingen die älteren Leute, nicht das Wasser trinken vergessen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Knöppel.